Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wieder im Kampf für das Gute und für ein geeintes Heiliges Römisches Reich mit uns an der Spitze. Da geht's zu im Heiligen Römischen Reich. Wir werden dann danach wahrscheinlich irgendwie die Leute zwingen müssen, dass sie wieder Gebiete zurückgeben. Oh, das hat bis jetzt nicht ganz gut funktioniert. So, wir brauchen Liege, Friesland. Ah, wir machen Friesland. Wir wollen, nein, nicht Off Alliance, wir wollen, dass ihr alle, wenn möglich, für die nächste Reform stimmt. Deswegen machen wir ganz, ganz viel Improve Relations mit euch. Das uns alle lieben. Education for an Archduke. Das steht A Archduke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das N Archduke heißen müsste. The tragic passing of the previous Archduke has left Franz Stefan without a parent, but not without guardians or tutors. Advisors serving at our court are preoccupied with giving him the best education available in preparation of ruling Austria. Hoping to gain favor and influence in the future, many people try to serve as a primary influence. Ultimately, one of them is likely to succeed, impacting what sort of ruler Franz Stefan will turn out to be. An advisor working in the administrative division will provide the best education. A diplomatic mind is necessary to teach and to rule Austria. Das stimmt natürlich. Warfare must be the primary concern of the future Archduke. Nein. Wir sind Österreich, wir nehmen die historische Sache, diplomatisch. Cardinal across the border. Sometimes we have the chance to set something into motion without seeming to have done anything. Das finde ich gut. Das fängt gut an, dieses Event. One such chance has arrived recently when a cardinal living on the soil of one of our neighbors admitted to an agent from Austria that he would consider moving across the border and support us in the Curia for a price. Das klingt gut. While this may be tempting, there may be a greater price to pay if we take advantage of this, the wrath of the country he deserts. We will take our chances that they never find out. Wie sollen sie das nicht rausfinden? Wir kriegen 0,5 Korruption und 15,09 Dukaten verlieren wir. Dafür kommt nach Welschbern ein Kardinal aus Mantua. Mantua ist uns ziemlich wurscht. Na gut. Und was ist das andere? Gain a skill-free spy network construction, spymaster of Austrian heritage. Following the Jewish faith, this advisor is 50% cheaper for your country. Ich meine, rein theoretisch sollten diese guten Typen anwerben. Na, Kardinal ist cool. Wir wollen einen Kardinal. Wir haben jetzt einen dritten Kardinal. Das macht unseren Dings dann noch stärker. March Duke, die War upon the new enemy Holstein. Sag mal, spielen die? Successful embassy. Our ambassador has been very good at spreading a favorable opinion of Austrian foreign courts. The fact... Oh, gain 5 prestige. Yay! Prestige ist gut, glaube ich. Aachen's opinion of Austria changed by plus 30. Das finde ich ja nett. Ja, ist okay. Informed that a diplomat from France has been discovered while building a spy network. Oh, ist okay. Ist okay. Das Problem ist, dass unser Herrscher so jung ist, können wir jetzt noch ewig nicht Krieg erklären. Der ist erst 6. Idiot. Social Mobility.
The growing power of the burghers has led to individuals from within their ranks to seek their fortunes in areas traditionally dominated by other groups. The sons of mid to low prominence families of the burghers now have the education and the ambition to match the more privileged classes, and as a result, an increasing number of them are now being employed as administrators, lawyers, officers, as well as in other positions traditionally dominated by another estate. Kirche normalerweise. The burghers still feel they are being unduly held back by the archaic rights and privileges of another era, but their adversaries are growing very wary of the current unnatural social mobility. Unnatural social mobility finde ich gut. Unless we do something, we risk losing the support of the privileged classes, but if we withdraw our support of the burghers at the point, this will likely have grave effects on our relations with them. Okay. Also, wir könnten. We must not stand in the way of these new men. Wir könnten 20 Loyalität von Nobility und Clergy verlieren, kriegen dafür aber, die Bürger kriegen dafür 10 Influence, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Austria gets new main until 2. December 1479, das heißt, 10 Jahre lang sind unsere Advisor billiger. Das klingt gut. Oder we must protect the ancient rights of other estates. Bürger verlieren 10 Influence. Austria gets disloyal new main. Das senkt unsere Global Trade Power. Die Bürger verlieren noch 20 Loyalität. Die Nobility gain 15 Loyalty. Und lose 15. Was? Was? Lose 75 Administrative Power? Das ist ja wahnsinnig. Keinen Fall. So, okay. Jetzt haben wir zwar keine unzufriedenen Bürger mehr, dafür haben wir unzufriedene Clergy und Nobility. Aber wir könnten Grand Generalship machen, weil wir haben eh einen General verloren. Oh, das war ein Fehler. Ich bin so ein Idiot. Ah, René. Gedanken. Denk manchmal auch nach, bevor du irgendwas machst. Wir könnten da natürlich Geld spenden, damit sie loyaler werden, weil Geld ansparen bringt uns sowieso nichts. Und wenn sie loyaler sind, ja, diese Yearly Papal Influence minus 1 ist schon sehr unangenehm. Machen wir das doch glatt. Ich nehme mal an, es wird sich jetzt ein Desaster entwickeln. Weil die Nobility schlecht gelaunt ist. Oder auch nicht. Finde ich nicht schlimm. Ah, luxemburgische Separatisten. Arg. Ah doch, da ist es schon ein Desaster. Ah, wir müssen Nobility Influence senken. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich mit einem Aufstand rechnen müssen. Wir müssen ihnen irgendwo Land wegnehmen. Mist. Nobility sind die roten, gell? Ja, vielleicht ist das aber eh nicht so schlecht, wenn wir ihnen mal das gute Land wegnehmen. Zwei Kreien könnten wir ihnen wegnehmen. Das sind sie eh vollkommen sinnlos. Aber
Bevor wir das tun, schicken wir die rüber. Und wir bezahlen den Leuten volle Wäsche Geld. Obwohl, wir könnten schauen, warte mal, wann können wir das wieder machen? Call Diet. Und das muss irgendwann mal auslaufen. Am 20. Jänner 1500 läuft das aus. Okay, na gut. 1486. Na gut, dann passt schon. Wir schicken da die Truppen rüber, nehmen ihnen das Land weg, dann gibt es wahrscheinlich einen Aufstand. Aber was soll man tun? Es gibt Schlimmeres. Was macht Polen hier? Bevor da irgendwie, bevor sie da einen aristokratischen Coup starten, müssen wir da was tun. Was ist mit dir? Was ist mit du? Warte. Das sind 11.000 Polen. Vielleicht lassen wir die kämpfen. Die gehen danach. Ha, warte. Das ist aber keine schlechte Idee. Das sind immerhin Alliierte von uns. Wenn wir den Linz wegnehmen, wo sie jetzt hingehen, die Polen, kämpfen dann die Polen für uns. Ha. Das können wir vielleicht versuchen. Dann geht immerhin nach Linz. Und immerhin ist er auch verbündet mit mir. Ist natürlich fies. Aber andererseits, es kostet mich weniger Manpower. Na gut, dann schauen wir mal. Ja, wirklich, sie kämpfen gegen die. Finde ich gut. Finde ich nett von euch Polen, dass ihr das gemacht habt. Warum rennt ihr da überhaupt herum? Führt ihr irgendwo einen Krieg? Kann das sein? Mit wem führt ihr Krieg? Wir führen Krieg. Mit wem? Pommern, Lüneburg, Friesland und Ostfriesland? Hey, was soll das? Du kannst nicht Krieg gegen die führen. Bist du wahnsinnig? Das ist deutsches, heiliges römisches Reich. Glaube ich zumindest. Du Verrückter. Warum führt sie gegen die Krieg? Was ist das für ein Krieg? Attack against Pomerania in the Brandenburgian Conquest of Greifswald. Ah, Brandenburg hat den Angriff gemacht, nicht ihr. Na gut, das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich eh nichts ab. Finde ich gut. Dann könnt ihr wenigstens auch für uns mitarbeiten. Ah, die Nobility ist auf 13%. Finde ich gut. Bist du irre? Mhm. Okay, Nachdem wir ja jetzt nicht mehr mit denen kämpfen müssen und da das Ding sinkt, könnten die Polen noch einmal kommen, dann würde ich nämlich noch einmal ein Gebiet den Nobles wegnehmen. Fände ich gut. Die brauchen eh nicht so viel Land haben, die sind eh sinnlos.
Okay, diese 13% Loyalty ist natürlich bei. Okay, wo waren wir jetzt? Wir werden wieder auf Melee Army Maintenance gehen. Und so tun, als würde uns das alles nicht interessieren, was da in Europa passiert. Was natürlich nicht stimmt, aber ja. Okay, Truce expired with Holstein. Ist okay. So, da gehen wir wieder weg. Ah, wir haben 50 Papstpunkte. Yes. Blessed Ruler, cost 50. Ah, das heißt, wir können jetzt diese Sachen machen, die da leuchten. Wir könnten Levy Church Tax, cost 50 Papal Influence und wir kriegen plus 15% Tax Modifier. Gut, das ist mehr Geld. Yearly Legitimacy plus 1 ist gar nicht schlecht für uns jetzt. Das ist Power Projection, nicht Legitimacy. Plus 1 würde bedeuten, dass wir tatsächlich ein positiver Legitimacy kriegen. Gut, das ist auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Das überlegen wir uns noch. Forgive Usury. Oh, das ist auch nicht schlecht. Inflationsreduktion um 0,1. Send Papal Legate. Ja, okay. Diplomatische Reputation brauchen wir jetzt echt nicht mehr machen. Yearly Prestige plus 1. Ah, das sind 100 Punkte, die es uns kostet für eine Stability. Das haben wir jetzt eh nicht, also so gesehen. Das ist definitiv auch nicht so wichtig. Nehmen wir die Legitimacy. Das machen wir doch glatt. Das machen wir doch glatt. So, plus 0,6 pro Jahr. Das heißt, wir sinken nicht mehr. Litauen. Warte mal. Da drehen wir das vor auf der Weil. Mit etwas Glück geht Litauen durch Kärnten. Dann nehmen wir. Ah, die Krähen war es, was wir ihnen wegnehmen wollten. Oh. Ja, okay, wir nehmen nur 10 Punkte. The Minister is showing us the path of the future. Ah, was ist Cardinals Policies? Upset Noble. Since we made one of our Cardinals a minister in our government, he has gone far beyond providing theological insights and innovated significantly in the administration of Austria. Unfortunately, his suggestions of centralizing power are not possible without removing some authority from the nobles, who have begun to see him as an opportunist. Ah, wir können die Nobles nicht noch grantiger machen. Increased centralization. Cardinal in administration will be removed from Austria. Weschbern will no longer be the seat of a cardinal. Wo gehen denn die hin? Die gehen nach Wien. Nein. Ich sollte nach Graz gehen. Könntet ihr nicht nach Graz gehen? ich glaube, wir werden ihn removen. Und aus. Kann man nichts machen. Ich kann mir keine Rebellionen im Land leisten.
Austrian Pretenders. In Kärnten, Krain, Görz und Linz. Na gut, die sind natürlich unangenehm, die müssen wir aufhalten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt da, das da wieder machen. Und unsere Armee werden wir so ausspalten, dass wir möglichst keine Austrian Pretenders haben. Kärnten, Krain. Die kann man dann die Hälfte nehmen. Kann man da irgendwie die Hälfte nehmen? Warte mal, mach mal Pause. Was, wenn ich da zum Beispiel 5? Ah, was habe ich jetzt getan? Right-click to transfer half of all units of this type. Ah! So kriegen wir 7 rüber. Dann Anführer vielleicht noch. Oh, der General, den wir von den Typen gekriegt haben, war ja schön. Der war ja richtig gut. Also warte mal, ich muss ja noch. So, wie viele sind jetzt dafür? We need at least 50 Imperial Points, ja. Okay, wir haben noch 12 Leute dagegen. Augsburg, Münster, Mailand, Savoyen, Lucca, die ganzen Italiener, diese Elenden. Mailand, Savoyen, naja gut, Savoyen weiß ich nicht, ob man die als Italiener bezeichnen soll. Dithmarschen ist eh klar, weil die haben wir ja gezwungen, dass sie wen hergeben. 36a, warte mal. Unlawful Territory, erneut. Boah. Weißt du was, Dithmarschen, du bist ja Org. Minus 930, weil wir schon verlangt haben mal von ihnen. Ich hasse euch. Elende Dithmarschener. Könnten sie aber trotzdem verlangen. Würden wir dann automatisch den Krieg erklären? Mit wem sind die verbündet? Mit Bremen und Hamburg. Was würde dann passieren, wenn ich das mache? Kriege ich dann einen Kriegsgrund oder... Ah, ich kann mit denen sowieso nicht Krieg erklären, weil ich ja einen Truce habe. Wie lange? 1483. Wie lange habe ich den Kriegsgrund, wenn ich das mache? Hm, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Aber ich finde es nicht richtig, dass er einen Elektor gekillt hat, noch dazu einen, der mich wählen würde. Gut, das heißt, wir nehmen wieder Mainz als Elektor. Immerhin haben wir dann jetzt wieder. Mhm. Und vielleicht wählt uns der auch dann gleich. Oh ja, wir haben einen Casus Belli gegen sie gekriegt. So, Mainz mag uns, die mögen uns auch, die mögen uns auch. Und die Pfalz und Brandenburg sind mir eigentlich wurscht. So, wie ist das jetzt da? 12 Leute wohl noch nicht. Genua ist mir aber egal.
Welche 12 waren das nochmal? Mailand, Lucca, Lucca. Ich und die Osso. Ist das Lucca? Nein, das ist Lübeck. Das ist Lucca. So haben die das gleiche Wappen, diese Idioten. Arg. Schimbargo, Send Ships. Nein, 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 nein. Mit zwei Worten. Nein. Wir spielen das super friedlich, dieses Spiel offensichtlich. Na gut, das liegt aber auch daran. Hallo? Ah, der geht automatisch zu dem nächsten, wenn er voll hat. Finde ich gut. Wir haben genügend Nachbarn, mit denen wir spielen können, kämpfen können. Solange sich Frankreich nicht in meine Richtung ausdehnt, ist mir das eigentlich wurscht, wenn sie mit meinen Leuten Krieg führt. Solange sie von denen nur Geld verlangen, gibt es Schlimmeres. So, wie ist das? Kärnten sind noch immer 0,8 und in Krain. Wie kann das sein? Wir haben doch da jetzt. Ah, okay. Wahrscheinlich ist nicht das Moment um. Das klar ist, dass wir da stehen mit unseren Truppen. Ja, das ist gut. So, wie viel haben wir da mit denen? Friendly Troops 2,25. Das heißt, wir brauchen da gar nicht die ganzen 9, sondern Görz und Linz. Wir brauchen eigentlich nur die Hälfte von beiden. Du gehst nach Linz. Und du schickst 3 nach Görz. Und du schickst auch 3 nach Görz. Schauen wir mal, ob sie dann auf 0 fallen und verschwinden. Führt den Papst an. Finde ich nicht richtig. Und wir haben gerade keine 5 Punkte, um Papal Influence zu machen. Ja, aber das kommt schon noch schneller, als man denkt. So, Quantity and Quality, that's the way. The more we sell, the more we sow. The more we grow. We control the trade of our protectorate, and the more we manage to export of all the things they grow and produce, the larger the crop. Somehow we have managed to increase both the quality and quantity of their production and increase our trade power as well. Find ich ausgezeichnet. Enhanced production in Urbino. So, wir könnten hier weitergehen. Improve Relation plus 25%, finde ich cool. Noch mehr Diplomatic Reputation. Und das ist vor allem cool, weil da sind die Diplomatic Technology Costs geringer. Ha! Das ist gut, machen wir das doch glatt. For Maintenance minus 10%, National Garrison plus 15% ist gut. So, in Wirklichkeit müssten die jetzt auf 0 fallen und vielleicht verschwinden. Wenn, mit etwas Glück. Ja, weg sind sie da.
aber ich frage mich, ob sie wirklich weg sind oder ob das nur, naja, wurscht. Ja, wie viele Jahre haben wir eigentlich jetzt gespielt? Wie alt ist unser Herrscher? 7? Naja, wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Ich, ja, sag mal, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.